Willkommen zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Michel-Franken-Technologie-Podcast. Heute mit dem Thema, ist Ubuntu noch eine gute Basis für Linux Mint oder gibt es bessere Alternativen? Linux Mint und Ubuntu passen zusammen in etwa so wie Blitz und Donner. Oder etwa doch nicht mehr? Sehr schwer zu beantworten, ob diese Verbindung nun von Harmonie oder Hassliebe getragen wird. Vielleicht von beiden etwas. Fakt ist, Linux Mint ist eine traditionell auf Ubuntu basierende Linux-Distribution, die seinerseits eine beachtliche Beliebtheit aufbauen konnte. Genau wie Ubuntu in der Desktop-Ausgabe fokussierten sich die Linux Mint-Entwickler klar auf den Linux-Desktop. Doch anders als bei Ubuntu zeichnet sich Linux Mint weitgehend durch Kontinuität und Verlässlichkeit aus. Ubuntu war in der Vergangenheit teilweise recht wankelmütig. Erst setzte man auf GNOME, dann der Schwenk auf Unity, dann wieder zurück auf GNOME. Das haben nicht alle Anwender Ubuntu verziehen. Im Hause Linux Mint baute man eine klare Vorstellung auf. Cinnamon war ein GNOME-Fork, doch wurden hier klare Ideen eines Linux-Desktops umgesetzt und seit vielen Jahren kontinuierlich verbessert und modernisiert. Doch Linux Mint hat auch schon mal eine Sonderlocke gedreht, die dann aufgegeben wurde. Dies ging aber, anders als bei Ubuntu, mehr oder minder recht sang- und klanglos über die Bühne. Ich spreche hier von der KDE-Ausgabe von Linux Mint 18, die zwischenzeitlich jedoch eingestellt wurde. Eigentlich eine bedauerliche Angelegenheit, denn ich fand die KDE-Ausgabe von Linux Mint sogar ziemlich gut umgesetzt und hätte es eigentlich besser gefunden, hätte man die Mate- oder XFCE-Ausgabe stattdessen eingestellt, denn diese beiden buhlen gefühlt um die Gunst der Kundschaft im Low-Performance-Bereich. Da hätte die KDE-Ausgabe als zweites Flaggschiff neben Cinnamon vielleicht mehr Sinn gemacht. Aber gut, das ist eine andere Thematik und soll hier nicht weiter verfolgt werden. Was läuft schief zwischen Ubuntu und Linux Mint? Einerseits floss vor Jahren schon mal böses Blut, als Linux Mint noch Kernel Security Updates blockierte zugunsten der Systemstabilität. Damals wurde seitens Ubuntu-Entwicklern betont, sie würden für Online-Banking-Aktivitäten keine Linux-Mint-Maschine einsetzen, weil eben jene Sicherheitsaktualisierungen unterdrückt werden und fehlten. Dieser Treffer landete tief im Kern der Linux-Mint-Entwickler, wenn auch gleich sie versuchten, dies zu relativieren. Wie auch immer, heute im Jahre 2021 ist die Lage eine andere. Die Thematik mit den zurückgehaltenen Patches gehört längst der Vergangenheit an. Linux Mint hat das eingesehen. Doch gibt es zwischen den beiden Parteien einen neuen Streitpunkt. Die Snap-Container-Lösung von Canonical, die in Ubuntu das klassische Debian-basierende DEB-Paketformat scheinbar ablösen soll in Zukunft. Diese neue Form der Software-Distribution ist Streitpunkt, denn die Infrastruktur hinter Snap ist nicht quelloffen. Das sehen viele kritisch, auch die Linux-Mint-Entwickler. So wurde Snap auch schon mit einer Backdoor verglichen seitens der Linux-Mint-Entwickler. Dies soll hier jetzt nicht vertieft, sondern nur zu eurem Verständnis erwähnt werden. In Linux Mint wird standardmäßig auf das alternative Paketformat Flatpak gesetzt und Snap wird mehr oder minder blockiert. Da Ubuntu die Softwareverteilung aber immer mehr auf Snap ausdehnt, müssen die Linux Mint Entwickler auf daraus resultierende Lücken reagieren. Ein Beispiel hieraus ist Chromium, welches Ubuntu ausschließlich als Snap auslieferte und nicht mehr als DEB-Paket. Je mehr Ubuntu auf Snap ausweicht, desto größer klafft die Lücke zu Mint, desto mehr Nacharbeiten müssen seitens Linux Mint durchgeführt werden. Welche alternativen Plattformen gäbe es für Linux Mint? Zunächst braucht hier kein theoretisches Gedankenmodell aufgebaut werden, denn Linux Mint baut schon seit Jahren eine Alternative auf, genau für solch einen Fall, falls Ubuntu einmal nicht mehr als Basis taugt. Die Linux Mint Debian Edition LMDE. Anders als bei der klassischen Linux Mint Ausgabe wird hier auf Debian Stable statt Ubuntu LTS aufgebaut. Daraus ergeben sich verschiedene Vorteile wie auch Nachteile. Zu den Nachteilen zählen die aus Debian Stable heraus resultierenden veralteten Pakete mit der Zeit. Speziell in Verbindung mit dem Schwerpunkt auf Flatpak können hier Probleme aufkommen, die einer Lösung bedürfen. PPA-Paketquellen, die ihr aus Ubuntu vielleicht kennt, funktionieren unter Debian auch nicht. Zu den Vorteilen zählt ganz klar die Robustheit und die Stabilität von Debian Stable. Viel Umstellung oder Anpassung von der regulären Ausgabe wäre nicht nötig, da Ubuntu ja auf Debian aufsetzt.
Doch LMDE hinkt bei der Beliebtheit weit hinter der regulären Ausgabe hinterher. Ein Fakt, der den Linux-Mint-Entwicklern nicht entgangen sein dürfte. So wird mit LMDE mehr oder minder nur eine Drohkulisse aufgebaut. Eine ernstzunehmende Alternative wäre LMDE erst mit steigenden Nutzerzahlen. Da Linux Mint stets auf stabilen Unterbau aufsetzt, kommen rollende Distributionen eigentlich gar nicht in Frage. Eine vergleichbare Langatmigkeit in der Produktpflege neben Ubuntu und Debian gibt es jedoch. Die beste vergleichbare Desktop-Plattform könnte jedoch OpenSUSE Leap sein, denn hier wurde der Unterstützungszeitraum aufgrund der SUSE Linux Enterprise SLE-Basis von 3 auf 5 Jahre aufgestockt. Die anderen Distributionen mit abweichender Architektur können eigentlich nicht in Betracht kommen, sollte der LTS-Fokus bleiben. Somit wären also Kandidaten wie Arch, Solus, Gentoo und Co. eigentlich aus dem Rennen. CentOS hätte ebenfalls ein Kandidat sein können, doch mit der Umstellung auf CentOS Stream ist die Zukunft des Projekts innerhalb der Red Hat Enterprise Linux RHEL-Landschaft derzeit schwer abschätzbar. Wie konkret ist der Handlungsbedarf für Linux Mint? Das hängt in der Tat von Ubuntu ab. Je mehr Ubuntu auf Snap auslagert, desto mehr spitzt sich die Situation für Linux Mint zu. Linux Mint kann dahingehend reagieren, die auf Snap umgestellten Pakete selbst als Flatpak oder wo dies nicht möglich ist, durch eigengebaute Pakete zu ersetzen. Das kann mit zunehmendem Verlauf zu immer größeren Problemen in Paketabhängigkeiten etc. führen, weshalb darunter die Stabilität leiden könnte. Wie es weitergehen könnte mit Linux Mint. Der Cinnamon Desktop ist mittlerweile in allen namhaften Distributionen angekommen, sodass keine komplette Neuentwicklung oder Anpassung vonnöten wäre. Linux Mint wird früher oder später eine Entscheidung treffen müssen. Jedoch vermute ich, dass sie sich auf alle Fälle noch die Entwicklung von Ubuntu 22.04 LTS anschauen und dann frühestens zu Ubuntu 24.04 LTS eine Entscheidung treffen werden. Bis dahin bestünde noch reichlich Gelegenheit und Zeit, die LMDE-Ausgabe voranzubringen. Ferner kann sich OpenSUSE Leap bis dahin als ernstzunehmende LTS-Alternative zu Ubuntu viel besser etablieren. Mit OpenSUSE stünde eine Business-Linux-Distribution mit ausgesprochen weitreichenden Wurzeln und Erfahrung und klaren Fokus auf Stabilität und Beständigkeit bereit. Mit Debian stünde eine durch ein Gemeinschaftsprojekt getragene Alternative mit klarem Fokus auf Stabilität und Kontinuität bereit, die sogar noch länger aktiv ist als SUSE Linux. Beide Lösungen wären eine gute Alternative für Linux Mint. Beide verbindet die Stabilität, die Langzeitpflege und viele Jahre Erfahrungen im Linux-Umfeld. Während SUSE sich mehr auf das Profi-Firmenkundenumfeld konzentriert, möchte Debian als das universelle Betriebssystem für jeden verstanden werden. Mit LMDE ist bereits eine fertige Lösung parat, die aber noch an die Anwender gebracht werden müsste, sollte man den Neuanfang mit OpenSUSE nicht wagen wollen. Für den Wechsel zu LMDE spricht, dass die Lösung schon fertig existiert und das heute. Dagegen spricht, dass dann keine Alternative mehr in der Hinterhand wäre und man sich fest an Debian binden würde. Für den Wechsel zu OpenSUSE spricht die Stabilität und Langzeitpflege der Leap-Basis. Dagegen spricht, dass aufgrund der anderen Paketbasis, also RPM statt DEB, einiges an Migrationsaufwand anfällt und diese Transformation Zeit in Anspruch nehmen würde. Vielleicht kommt es aber auch ganz anders und LMDE wird die primäre Lösung, während LMSE, also Linux Mint SUSE Edition, die Zweitlösung wird. Oder aber Ubuntu wirft Snap irgendwann wieder über den Haufen und schwenkt zu Flatpak. Auch das sollte einem nicht völlig überraschen. Wir erinnern uns an das Unity-Ende und den Wechsel zurück zu GNOME. Wir werden es ja sehen. Es bleibt auf alle Fälle spannend. In diesem Sinne sollten wir Ubuntu niemals frühzeitig abschreiben und immer im Hinterkopf behalten, was alles an Ubuntu hängt und wie weitreichend die Entscheidungen von Ubuntu sind, egal wie man zu Ubuntu steht. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast@michelfranken.de. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss!